Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Expeditions im Mudrunner Game mit Captain Reliog. Let's play. Wir machen jetzt weiter. Ich will mal schauen, was wir für eine Mission uns aussuchen. Ob wir noch in Arizona weitermachen. Little Colorado haben wir. Da kann man noch ein paar Sachen machen. Das kann man dann nochmal. Oder Karpaten. Ja, was machen wir? Arizona? Was haben wir denn da? Es ist hier so ein bisschen vom Himmel gefallen. Okay. Okay, vom Himmel gefallen. Wir haben eine unserer Drohnen irgendwo im Touristengebiet verloren. Der Flugschreiber könnte wichtige Informationen enthalten, die nicht in die falschen Hände geraten sollten. Untersuche die mutmaßliche Absturzstelle der Drohne und liefere den Flugschreiber ab. Ah, Metalldetektor. Den haben wir doch auf dem Rücken geschnallt. Vom Himmel gefallen. Dann nehmen wir unseren Don. Unseren Don. Metalldetektor ist drauf. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel mitnehmen, damit wir noch Platz für die Ware haben. Dann, ne? Truck aufrichten. Ja. Bodenanker. Ich glaube, das reicht. Aufrichten können wir doch eigentlich mit der Seilwinde vielleicht machen. Wenn nicht, dann haben wir es versaut. Okidoki. Auswählen. Brauche ich noch einen Angestellten? Pritschen. Zurück. Zurück. Operatoren. Arcane Ishida. Drohne. Okay. Okay. Dann mal los. Außenposten West. Expedition starten. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Expedition starten. Ja, Metalldetektor, sagst du. Finde einen Abstieg vom Gipfel. Okay. Das fängt ja gut an. Okay, finde einen Abstieg vom Gipfel. Geräte, Drohne, da ist der Abstieg vom Gipfel, also es macht wirklich Spaß und wenn das zu, wie sagt man so schön, repetitiv wird, dann mache ich die Folgen offline. Aber noch ist es sehr abwechslungsreich. Kann man nicht anders sagen. Hier den kleinen Trick, den kennt ihr ja auch. Dass wir ins Menü gehen und dann hier Zeit überspringen mit L3. Einmal drücken. Und nochmal, das hat nicht geklappt. Oder es klappt, aber jetzt ist Tag. Jetzt ist Tag. Ja, Skull and Bones hat sehr viel Spaß gemacht, aber da ist die Luft jetzt langsam auch raus. Immer wieder La Peste besiegen, ich weiß nicht. Und das andere Farmen
weiß nicht. Ja, mir macht aber jetzt im Mud Runners Game also wirklich Spaß. Oh, kaum gesagt. Kaum gesagt, dass wir den nicht brauchen. Den Wiederaufsteller. Wir haben aber mehr Glück als Verstand. Okay. Winde. So, das haben wir geschafft. Jetzt mit Allrad. Ja, oha. Ganz konzentriert bin ich dabei. Ja. So, das haben wir geschafft. Vor uns liegt ein steiler Abstieg. Sei vorsichtig an solchen Stellen, solltest du nicht zu schnell fahren. Okay. Es macht Spaß. Also ich hoffe, es macht euch auch genauso viel Spaß beim Zuschauen. Ist natürlich ein bisschen langweilig so gesehen für den Zuschauer. Aber ich weiß nicht. Die Herausforderung, dass wie jetzt zum Beispiel. Lieber Handbremse anziehen. Hier mit der Drohne gucken. Ja, hier könnte ich runter. Und dann da hinten rum. Ja. Schön langsam. Handbremse los. Allrad ist drin. Ich mach mal den ersten Gang hier rein. Dann fahre ich nicht zu schnell hier runter. Aufstieg neu. Jetzt fahre ich im ersten Gang, aber nicht Differentialsperre habe ich nicht drin. Springt aber auch. So, jetzt wird es noch mal ein bisschen schwierig. Links hoch oder rechts dadurch? Ich glaube, ich fahre hier links hoch.
Ja, die richtigen Entscheidungen treffen macht in dem Spiel viel aus. Zack, Stufe abgeschlossen. Erkunde das Gebiet. Du meisterst Steigungen schon recht gut. Aber sei vorsichtig, es kommt noch eine. Erkunde das Gebiet. Ich schalte immer hier in den. Erkunde das Gebiet. Muss ich da hinten hinfahren? Oha. Erkunde das Gebiet. Tja, da muss ich wohl irgendwie hin. Ja, hier laufen die Jogger an meinem Fenster vorbei. Und ich spiele Mudrunners Game. Expedition. Aber der Don macht ganz gute Arbeit. Da kann man nicht meckern. Der kämpft sich ganz gut durch das Gebiet hier durch. %. Oh, was ist das? Erkunde das Gebiet. Erkunde das Gebiet. Das ist immer so ein bisschen, das ist wirklich nervig an dem Spiel, dass das nicht genauer definiert ist. Was heißt das jetzt? Muss ich jetzt hier rumfliegen? Erkunde das Gebiet. %, 72, 76. Siebzig, 82, 86, 90, 94. Super, super. Einfach mit dem. Das ist ein Tipp für euch. Oh, da liegt. Ah, was ist das denn? Da liegt ein Jeep. Ziel entdeckt. Ja, den würde ich ja gerne bergen. Das ist ja interessant. Scanne die Absturzstelle mit einer Drohne. Jetzt muss ich, das ist so ein bisschen tricky. Man muss in das Gebiet da reinfahren. Und erst dann mit einer Drohne. Dann zählt das nicht. So, jetzt Scan starten.
Was ist jetzt los? Objekte gescannt. Scanne die Absturzstelle mit einer Drohne. Drohne zu weit weg. Drei Objekte gescannt. Aha, aha, da blinkt doch schon was. Da ist die Absturzstelle. Okay, da ist die Absturzstelle. Da pulsiert auch noch was. Das ist weiter hier oben. Ja, man muss sich auf diese Spielweise einlassen. Also das macht echt Spaß. Guck, da pulsiert wieder was. Rechts von mir. Scan erfolgreich. Wir sollten das Gebiet abfahren und uns umsehen. Erkunde das Suchgebiet. Aber den merke ich mir, den will ich mir bergen da, den Jeep da. Das ist ja interessant. Ja, dann muss ich jetzt, glaube ich, in die andere Richtung fahren. Erkunde das Suchgebiet. Oha, das sieht nicht so gut aus. Da komme ich nicht so durch. Da muss ich hier hochfahren, glaube ich. Ja, der Don, der macht das. Der Dude, der macht das schon. Ich fahre jetzt hier einfach auf die Markierung zu. Ich hoffe, es ist richtig. Den Metalldetektor muss ich bestimmt auch noch mal einsetzen. Ah. Lass die Kaktus in Ruhe. Kakteen. So. Das Teil, das wir brauchen, liegt irgendwo oben. Ein Metalldetektor wird helfen. Den genauen Ort. Finde einen Flugschreiber in dem Bereich Flugschreiber. So, Geräte. Metalldetektor. Na, das ging ja schnell. Aber da muss ich irgendwie hochkommen, wa? So, wie komme ich da hoch? Drohne. Hoch und runter. Da müssen wir hin. Von der Seite geht's nicht. Aber von hier, da muss ich einmal hier so drumrum fahren.
Okay. Dann wollen wir das mal versuchen. Tja. Der Dorn, der macht das schon. Immer mit Allrad an. Der Don, der macht das schon. Finde einen Flugschreiber in dem Bereich Flugschreiber. Da ist der Flugschreiber. Zack. Flugschreiber. Dann tanken wir auf hier. Dieser Container ist leer. Kein Transfer. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Aber egal. Den Flugschreiber haben wir. Liefere den Flugschreiber am Außenposten ab. Fernglas. Das Glück der Trip. Ja, da werde ich dann noch mal hier hinfahren. Das ist natürlich toll. Und den Jeep bergen. Da hoffentlich gibt es eine Expedition zu. Und sonst mache ich das alleine. Vielleicht auch zusammen. Schauen wir mal. Erstmal schauen, müssen wir schauen. Zeigt er mir das an? Luftabwurf. Aufstieg. Vom Himmel gefallen. Dorn, da bin ich. Gefallener Truck, sehr schön. Das zeigt er einem ja alles an. Und so kann man dann natürlich da später nochmal zurückfahren und dann den gefallenen Truck bergen. Das wäre natürlich cool. Da hab ich richtig Bock drauf. So, Außenposten. Zack. Am Außenposten. Feldlager, Außenposten. Ich hoffe, ich bin richtig am Außenposten. Vorräte liefern. Zack. Flugschreiber. Zack. Also das gefällt mir. Es tut mir leid. Das gefällt mir echt gut. Das ist echt. Das macht voll Spaß. Belohnung. Unbekannte Punkte auf der Karte. Das versäume ich immer so ein bisschen. Vom Himmel gefallen. Zurück zum Hauptquartier. So. Ja, mein Gott, das ist ja genial. Das macht Spaß. Also diese Mission, ich würde ja gerne mal vielleicht zum Hauptmenü.
So, Arizona zum Hauptmenü. Koop starten, das ist immer noch nicht fertig. Das ist noch nicht in Kürze steht da hier immer bei Koop. Ja, ich würde ja so gerne irgendwie, aber ich mit den Fahrzeugen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, kriegen wir das auch alles hin. Aber ich hätte ja natürlich Bock auf den hier, Kotko Canyon, PlayStation Store. Hey, 2,99. Ah, vielleicht mache ich es dann doch noch mal. Irgendwie hätte ich da Bock drauf, den mir zu holen. Ja, gut. Aber ist es einem das wert? Ich glaube schon. Also das für den Spielspaß kann man das ruhig mal machen. Sag ich mal so. Okay, alles klar. In diesem Sinne, euer Captain Reliok. Hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie das so weiter verfolgt wird. Alles klar. In diesem Sinne, euer Captain Reliok. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann. Tschüss.